Und wie in der Mathematik, ohne Maximum und Minimum. Kurz, ohne etwas bestimmt Unterschiedenes. Alles gleichförmig verläuft. Oder wenn dies nicht möglich ist, überhaupt nichts geschieht. So lässt sich dasselbe von der vollkommenen Weisheit sagen, die gleichen Regelmäßigkeiten untersteht wie die Mathematik. Gäbe es nicht die beste aller möglichen Welten, dann hätte Gott überhaupt keine erschaffen. Gottfried Wilhelm Leibniz. Was bei Descartes im Ausgang der Scholastik begonnen hat und bei Spinoza radikal wird, wie wir gesehen haben, das wird sich auch bei Leibniz fortsetzen. Die Ablehnung einer bloß durch Autorität begründeten Vorstellung von Wirklichkeit und Wahrheit. Kein Stein soll auf dem anderen bleiben. Und alle den Fortschritt behindernden Strukturen sollen allein auf dem Standpunkt der Vernunft stehend überwunden werden. Dennoch ist der Zugang Leibnizens von dem seiner Vorgänger sehr verschieden. Was sich hier zeigt, ist das Programm einer großen Versöhnungsphilosophie. Leibniz glaubt nämlich daran, die drängenden philosophischen Probleme seiner Zeit sowohl im Einklang mit der schnell fortschreitenden und an Reputation gewinnenden Naturwissenschaft als auch mit der ins Hintertreffen geratenen Theologie der alten Autoritäten lösen zu können. Die von Descartes und Spinoza verhöhnte Logik des Aristoteles wird von Leibniz in ungleich leistungsfähigerer Gestalt rehabilitiert. Dass der Philosophie der Antike, insbesondere dem aristotelischen Denken entstammende teleologische Verständnis substanzieller Formen mit innerer, zielgerichteter Dynamik und die damit verbundene Finalerklärung der Welt treten neben die Kausalerklärung derselben und das Wahrnehmungsgegebene, die Phänomene, vom Empirismus kritisch gegen den Rationalismus verfochten, sollen einen Platz in der Gestalt unverzichtbarer, aber ohne Vernunft nie zu erlangender Tatsachenwahrheiten haben. Aufruhend auf einer kohärenten, logischen Überlegung will er die Vereinbarkeit der durchgängigen Kausalität der Natur mit menschlicher Freiheit, der materialen Einheit der Welt mit der Singularität der Individuen sowie der seelisch-geistigen Phänomene mit einem kausal geschlossenen physischen Universum beweisen. Und zu guter Letzt die Vereinbarkeit des Übels in der Welt mit der göttlichen Weisheit und Güte. Was sich auskristallisiert, ist eine Metaphysik der Transformation. Aus Descartes Res Extensa, dem Fundament der materiellen Welt, wird abgeleitete Realität. Aus Spinozas unbedingt unendlicher Substanz, deren Macht allein darin besteht, Dinge zu produzieren, ein logischer Gott. Und aus dem Individuum, das bis dato immer nur ein zusammengesetztes ist, eine Monade. Ein fensterloser, das Universum spiegelnder, metaphysischer Punkt. Womit wir gleichsam im Zentrum der Philosophie Leibniz angekommen sind, zumindest begrifflich, bei der Monadologie, der Lehre von den letzten, in sich geschlossenen, vollendeten und nicht mehr auflösbaren Einheiten. Alle Anstrengungen und Mühen, die wir in der philosophischen Beschäftigung mit Leibniz auf uns nehmen müssen, dienen letztlich dazu,
dieses Zentrum begreiflich zu machen. Doch es zahlt sich aus. Soweit wir in die Geschichte unserer Spezies auch zurückblicken, hat sich der Mensch um ein tieferes Verständnis dessen bemüht, woher er kommt, wohin er geht und welche Stellung er in diesem gewaltigen Kosmos einnimmt. Die Monadologie liefert explizite Antworten auf diese Fragen. Sie ist eine von Descartes und Spinoza ohne Zweifel inspirierte metaphysische Deutung der Welt, mit Blick auf die notwendigen Bedingungen und die Perspektiven menschlicher Existenz.